immer lang umeinander reden. Schuldverschreibung bleibt Schuldverschreibung. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Mein Gott, Tierregel, wenn man nur so stur sein kann. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Unsere Mais waren froh, wenn's da herin überhaupt einen Faden finden. Du hältst dich ganz raus, gell? Du Spitzfutzer der Haustracher. Warte mal, spinnst du ein bisschen? Tierregel, lass die Hei aus dem Spiel. Also, wie hoch stehe ich jetzt bei dir in der Kreide? So. Da ist der Schuldschein von deinem Vater. Ja, Gott hab ihn selig. Ja. Und der beläuft sich bis auf den heutigen Tag mit Zins und Zinseszins auf 8.473 deutsche Mark und 53 Pfennig. Das ist die absolute Katastrophe. 8.000 Mark, das ist doch für dich als Säbel bloß ein Nasentröpferl. Du, pass mal auf. Wir sind jetzt im Jahre 1958, gell? Wir befinden uns im Wirtschaftswunder. Und da muss ja jeder selber schauen, wo er bleibt. Du bist aber nicht ein jeder. Ich weiß schon selber, wer oder wo sie sind. Was bist denn immer so notwendig wegen dem Geld? Man kann nicht mit zwei Gaben auf einmal essen. Ja, Gott, gib mir Geduld, aber schnell. Die Regel, du weißt doch, dass ich nur mehr noch die alte Hütten da hab. Und das bisschen Grund drumherum langt ja gerade für unsere zwei Kühe. Da hat ja so ein alter Ochs gar nicht nur Auslauf. Du, das mit dem Ochsen. Nimm's sofort zurück, gell, sonst... Schau, mein Vater hat da doch schon die gute Wiesen am See drunten überschrieben. Ja. Das war für den ersten Schuldschein. Das da, das ist der zweite, gell? Und außerdem war die saure Seewiesen die ganzen Schulden gar nicht wert. Drum hast auch du gleich einen Campingplatz draufgebaut, neben dein Wirtshäusl. Hotel zum Seeblick, bitte. Und außerdem... Man muss ja schließlich mit der Zeit gehen. Was willst denn überhaupt mit der Hütte? Gleich über der gestingerten Autobahn. Wo ist das vielleicht als Austragsheisel? Du, das war immer nur meine Sache dann, gell? Und wo soll ich nachher mir hin, wenn du dann ausschmeißt? Oh mein Gott, gehst du in den Staden, ey? Nach Rosenheim, Wasserburg, Traunstein. Gehst du am jungen Mannsbild, stehen doch alle Möglichkeiten offen. Ja, freilich, alle Möglichkeiten stehen mir offen. Von A bis Z, von Abhauen bis zur Zwangsversteigerung. Das hast jetzt du gesagt. Und die Hanni, die steht dann mit mir auf der Straße. Also, du legst mir jetzt entweder nächsten Montag die 8.000 Mark da auf den Tisch oder überschreibst mir das ganze Sach da. Jetzt spielt er komplett. Und wenn's ihr glaubt, dass ich ein Depp bin, dann seid's bei mir beim Richtigen. Ja. Ich bin doch nicht eine Polante. Das ist mein letztes Wort. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Führt euch. Der Bock ist aus dem Haus, aber der Gestank ist blieb. Am gescheitsten ist, ich kaufe mir einen Strich und der schieß mich da, wo der Kimse am tiefsten ist. Ja, das wärst du schön bleiben lassen. Ohne Geld bist du heutzutage nur mehr noch der Depp. Das war doch schon immer so. Nein, es ist. Jetzt magst erst einmal Brotzeit. Hanni, wo zauberst du eigentlich immer das Essen her? Möchtest du vielleicht jeden Tag bloß ein Buttermilch und ein Magerkäse von unserer Kühe? Hanni, du wirst doch keine krummen Sachen nicht machen. Ja, ganz grad sind's nicht. Ja, hab ich mir doch gedacht. Die Fürs von der Leni. Am See wird seiner gehen. Ich hab mir gedacht, du setzt schon seit Jahren keinen Fuß mehr über die Schwelle vom Tierregel seiner Seewirtschaft. Oh, Hotel zum Seeblick, bitte schön, gell? Oh. Außerdem, man muss ja schließlich mit der Zeit gehen. Ach so. Mei, und zur Küche gibt's ja auch noch einen Hintereingang. Was ist da? Da organisierst du sozusagen hinterrücks? Und die Leni hat immer was zum Flicker für mich. Ach so. Ja, jetzt is, damit du Kraft hast zur Arbeit. Für den Hirtreiter sein Bulldog, da brauche ich nicht viel Kraft. Da muss bloß die Kupplung nachgestellt werden. Und dann kann ich wieder den ganzen Tag die Werkstatt zusammenkehren. Ich sag's ja. Ich war und bin immer schon mein bester Lehrbuhr. Ja, das kannst du laut sagen. Was? Was? Was kann ich laut sagen? Wieso? Du hast doch gerade gesagt, das kannst du laut sagen. Jetzt fantasierst du aber. In der trostlosen Situation, der Herr jetzt schon Gespenster. Grüß Gott beieinander. Grüß Gott. Grüß Gott, was kann ich für Sie da? Das ist also die bekannte Mechanikerwerkstatt Hierangel und so. Nein,
Ja, draußen steht's aber. Ja, aber das stimmt nicht mehr. Das müssen bloß noch heißen und Sohn. Und das auch nicht mehr lang. Ach, schade. Haben Sie was zum Reparieren? Schon eher das Gegenteil. Ja, also, ich verstehe nicht. Naja, ich wollte mich heute halt mal nach dem Lehrbuben erkundigen, der die Werkstatt zusammenkehren muss. Ja, Lehrbuben können wir keinen brauchen. Ja, das mache ich schon selber. Also, das hätte mir jetzt nicht gedacht. Wenn Sie ein Staubsaugervertreter sind, wir können leider keinen brauchen. Nein, ich sehe schon. Ihr braucht ganz was anderes. Ja. Ja, das ist ja... Genau. Der Herr Salmanseder. Haben wir uns damals nicht geduzt, als Sie bei mir ausgelernt haben? Geselle Hirangel? Jawohl. Ja, Markus, grüß dich. Hallo. Alte Fischhaut, Herrschaft, Zeiten, du. Du bist vielleicht groß geworden, du. Und du hast dich fein rausgeputzt. Ja. Kalle, wächst mir jetzt nicht einmal so. Kalle, darf ich dir meinen Meister vorstellen, bei dem ich gelernt habe? Der Herr Salmanseder. Und das? Das ist die Hanni, meine Haushälterin. Ah, angenehm. Freut mich. Ist gut. Sauber, sauber. Sauber ist da herin, muss ich schon sagen. Ja, ja. Und der Kali? Der Kali war einmal mein bester Lehrer. Geselle, bitte, ja? Sag mal, Kali, wie lange bist du denn schon Meister? Ja, mein. An dem Meister war nach dem Tod von meinem Vater gar nicht mehr zum dran denken. Der Papa hat mir nur Schulden hinterlassen. Und so ist alles ganz langsam am Bach runtergegangen. Von der Landwirtschaft sind letztendlich nur zwei Kirblim. Und in die Werkstatt ist auch immer weniger Kundschaft gekommen. Vom Regen und der Umgehung der Traufe. Direkt in die Scheibe. Schön, dass Sie uns besuchen, Herr Salmanseder. Markus, ganz einfach Markus, das klingt schon. Gut, Markus. Du, aber war ja feiner Zwirn, ne? Vorsicht, Vorsicht, gell? Ich kämpfe den Spruch. Je feiner der Zwirn, desto kleiner das Hirn. Prost. Weißt du das noch? Weißt du das noch? Wenn wir das immer über den Molkereibesitzer Lützel gesagt haben, wenn er zur Reparatur gekommen ist. Was? Mein Bach wart du schon wieder keinen Mucks. Kein Mucks, ja. Und dabei hat er bloß wieder mal das Tanken vergessen. Ja, ja. Um so einen Kunden, da war ich jetzt heilfroh. Wieso? Steht so schlecht um dich? Noch viel schlechter wie schlecht. Sau schlecht. Putz, miserabel, elend, granatenmäßig, sauschlecht. Ja. Am Montag, da wird der letzte Schuldschein vom Vater fällig und dann ist das Häusl da auch noch dahin. Ja, hast du niemand, der da raushelfen kann? Freunde in der Not sind entweder ausgewandert oder tot. Und Verwandte? Nein. Aha. Doch. Ja, was? Eine entfernte Tante habe ich drüben in Amerika, in Texas. Ja, aber die werden mir gerade helfen, wo ich nicht einmal ihre Adresse weiß. Ah, sag das nicht. Wieso? Oft ist die Verwandtschaft näher, als man denkt. Hä? Ja, bloß so ein Gedanke. Ja. Sag einmal, Kali, möchtest du mir nicht einmal deine Werkstatt zeigen? Na, freilich. Komm mit. Hm? Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Markus bei mir heute noch reinschneidet. Naja, ich war heute in der Gegend. Dann hab ich mir gedacht, schaust du dir einmal nach, was dein bester Lehrbuhr so treibt, gell? Alina! Die Post ist da! Oh, wird schon was gescheit sein. Oh, grüß dich Gott, Hanni! Grüß dich, Werner! Was hast du denn, Schens? Ein Lottogewinn! Der Mann spielt doch gar nicht Lotto. Lass mich doch ausreden. Ein Lottogewinn ist nicht. Aber ein Liebesbrief für dich? Eher na. Ist auch nicht. Rechnungen sind's. Anna, so eine Überraschung aber. Ja. Also ihr tat mir ja so leid, Anni, tat ihr mir. Aber seit die neue Autowerkstatt da drüben in Brünn aufgemacht haben, da mache halt keiner den weiten Weg mehr zu euch darüber machen, gell? Apropos weiter Weg. Hm? Du, meinst, der Karli kann sich mir mein Radl anschauen. Weißt, mir haut alle 50 Meter die Ketten aus. Und machen wir irgendwie meine neue Nylonstrümpfe voller Dreck. Hm? Ah, apropos Dreck. Weißt du, das Neueste schon. Du, der Stoderer, der unten am See das Häusl gekauft hat, der möchte jetzt mit dem Simmelbauern Gerichtsmasse werden. Ja, weil der Simmelbauer mit seinem Odelpanzen alle am Gartenzaun von dem Stadtwrack vorbeifährt. Der ist gut. Wie soll der Simmelbauer sonst zu seiner Wiesen kommen? Soll er vielleicht über den See rudern? Genau das sagt ja der Simmelbauer auch. Das war schon immer so. Nur was stinkt, dünkt. So, du,
Aber der Staderer, der Neigeschmeckte, der hat jetzt gesagt, vielmehr geschrieben, dass diese gerüchliche Belästigung für ihn eine unzumütliche Wertminderimierung seines Grundstücks und Hauseigentums wäre und er somit eine Entschädigung verlangt. Der Karl ist nicht da. Hm? Ja, das heißt doch, aber der hat Kundschaft. Kundschaft? So, so. Kohl aber nur ein bisschen dauern. Dauern? Naja, ich muss ja sowieso wieder weiter. Ich hab ja noch einen Einschreiber. Oh. Ja. Einschreibebrief für den Aufhauser. Und eine Postkarte für die Reitmeier-Zenz. Aus der sonnigen Adria die sinnigsten Grüße und Küsse aus Bibione. Dass ich die nicht schamme. Also, wer's mag, die Spaghetti-Fresserei da drunten, gell? Also, mir kommt ja sowas einmal nicht auf den Tisch. Also, Hanni, ich komm dann auf dem Rückweg wieder vorbei, wie am Karli, gell? Einmal wegen der Raketen. Ja, ich riech's am Karli aus. Also, es war ja wirklich schön, dass wir mal wieder miteinander plaudern haben können. Also, servus, Hanni. Servus, Erna. Also, es war ja wirklich schön, dass wir mal wieder miteinander plaudern haben können. Ja, also, Karli, ich mein, die Werkstatt und die Maschinen, es ist halt alles schon ein bisschen veraltet, ne? Bei uns gibt's halt einfach, außer Bulldog, einfach zu wenig zum Reparieren. Da schau mal her, Karli. Die Postleiner hat einen Schwung Rechnungen gebracht. Schmeißt sie die anderen. Ja, das magst du schön selber. Ich geh jetzt geschwind zum Seewirten unter den Tischdecken und wegen Mittagessen. Sie bleiben doch zum Mittagessen, Herr Markus, oder? Markus, nur Markus, das ist ganz völlig. Schau mal einmal, vielleicht bin ich noch da, wenn's wiederkommen. Gut, dann bisher noch. Bitte dann, wiederschauen. Ja, gut. Kalle, das geht mir ja nicht so, aber sag mal, ist denn die ist die nicht schon ein bisschen zu alt für die? Wer? Dein Hanni? Ah, da kann ich dich beruhigen. Sie ist wirklich nur für den Haushalt da. Ja, sie kommt aus demselben Dorf wie meine Mutter. Und wie die Mama damals gestorben ist, ist bei uns eingezogen und hat am Vater und mir einen Haushalt geführt. Aha. Na, da ist einfach so bei dir geblieben. Freilich. Sie wisst ja sonst auch nicht wohin. Aha. Wieso? Ja, nur so ein Gedanke. So, und weg damit. Ja, sag einmal, möchtest du es nicht zuerst einmal lesen? Wenn der Dierigl am Montag den ganzen Krempel da übernimmt, dann kann er die Rechnungen auch gleich mit übernehmen. Richtig, der Dierigl. Also, Karli, wenn das stimmt, was du mir in der Werkstatt raus über diesen Kerl erzählt hast, dann scheint das ein besonders liebenswerter Zeitgenosse zu sein. Das kannst du laut sagen. Karli, pass einmal auf. Nehmen wir an, der Dierigl, der erfahrt, von deiner Erbtante? Hä? Ja, der ist doch aufs Geld scharf und nicht auf die alte Hütte da. No. Die nicht einmal die Hälfte wert ist. Markus, meine Tante, die ist am anderen Ende der Welt. Die kann mir nicht helfen. Nur dazu kenn ich's gar nicht einmal. Das macht ja nichts. Das braucht ja der Bierriegel nicht erfahren. Hauptsache ist doch, er wittert das große Geschäft. Ja, und was bringt uns das nachher? Ja. Zeitaufschub. Du meinst, man könnte ihn damit hinhalten? Sozusagen. Ja, aber was nützt das? Nach ein paar Wochen, da kommt der Dierigl drauf und die Schuld, die wird erst rechtfällig. Karli, pass auf. Ich arbeite schon lange nicht mehr als Mechaniker in einer Werkstatt. Nein, ich arbeite jetzt für die Mineralöl AG. Dass du noch Öl bohren? Nicht ich, die Mineralöl AG. Die baut im ganzen Oberland eine Tankstellenkette auf. Immer in Verbindung mit einer Autowerkstatt. Ah, ich verstehe. Und da wäre natürlich dieses Objekt geradezu ein Sahnestückel, verstehst? Direkt in einer aufstrebenden Fremdenverkehrsregion in der Nähe der Autobahn. Eine bessere Lage gab's doch gar nicht. Ja, und die AG, die darf das alles kaufen? Nein, nicht kaufen, Karli, sondern pachten, verstehst? Ach so. Ja, dann hätte die Mineralöl AG was davon und du. Und das machst alles du? Nicht so direkt, nein. Ach so. Nein, weißt du, ich bin der Privatchauffeur von unserem Bezirksdirektor. Ach so. Warum Konstantin von Herwegen? Alter preußischer Militärader, wa? Ja, das ist ein Berliner. Der kennt sich quasi bei uns in Oberbayern nicht aus. Ja, darum bin ich nicht nur sein Chauffeur, sondern auch seine rechte Hand, verstehst? Sein Spürhund für interessante Objekte, verstehst? Ja. Leider ist er noch bis nächste Woche in Urlaub am Lago Maggiore. Ja,
Das hört sich alles nicht schlecht an. Nur, wenn ich bis Montag nicht 8000 Mark auf den Tisch da lieg, dann bin ich das Häusl da los und deine Tankstelle, die kannst du dann durch den Kamin blasen. Eben nicht. Weil dann nämlich deine Tante ins Spiel kommt. Markus, die gibt's doch überhaupt nicht. Beziehungsweise schon, aber halt drüben in Amerika. Wenn's aber jetzt zum Beispiel käme am Sonntag, deine Tante? Aus Amerika? Mhm. Du spinnst. Wo ich nicht einmal ihr Adresse kenne. Oh, Kali, Kali. Ich hab schon immer mehr Fantasie gehabt wie du. Ja, nur mit deiner Fantasie, da wird sich der Tierriegel nicht besänftigen lassen. Ich hör ihn schon lachen. Wer zuletzt lacht, ja, hat die längste Leitung, gell? Ja, Herrschaftszeiten. Kali, Kali, nehmen wir jetzt einmal an, es käme jemand anders. Anders als deine Tante, verstehst? Dann müsste das doch glauben, der Tierriegel. Ja, wen? Wen? Wenn ein Katzenpferdl war, dann kann man doch aufreiten, ja. Ja, aber woher willst du dann diese Frau jemand nehmen? Hä? Na ja, ich hab da so eine Idee. Lass mich noch machen. Jedenfalls, am Sonntag kommt deine Erbtante. Dann werden sie aber schauen, die Chiemgauer Untertierriegel. Wer kommt am Sonntag? Was für eine Tante? Kali! Ja, was ist denn? Lena, was willst denn du da? Ich bin da wegen meiner neuen Nylonstrümpf. Was denn für eine neue Nylonstrümpf? Ja, wegen der Raketen. Was denn für Raketen? Hat denn die Hanni nichts gesagt? Nein, die Hanni, die besorgt gerade was. Mein Radl, was, da haut's mir über die Ketten raus und da mache ich mir meine neuen Nylonstrümpf immer voller Dreck. Ach, deine Ketten willst du nachgezogen haben? Das haben wir doch gleich. Nein, nein, das ist nicht so eilig. Du hast ja einen Besuch. Grüß Gott. Grüß Gott. Wer sind Sie? Also das war mein Meister, bei dem ich gelernt habe, der Herr Salmansieder. Ah! Oh, nein, das ist nah. Du, sag einmal, Kali, stimmt das? Was denn? Dass am Sonntag kommt, deine Tante. Ja, also. Ja, ja, ja. Der Kali wollte schon immer eine reiche Erbtante aus Amerika haben. Eine Erbtante? Nein. Ja, aus Texas, wo Milch und Öl fließen. Ja, ja, je fetter das Gras, desto grüner das Öl. Genau. Sag mal, spinnst denn du? In einer halben Stunde warst du der ganze Chiemsee. Ja, das will ich doch, lass mich noch machen. Also ich, das muss aber vorläufig noch ein strenges Geheimnis bleiben, ja? Das darf unter keinen Umständen jemand nicht erfahren. Nein, darf mir ja das Sünden fürchten. Also, Frau Postoberamtsrätin, wo hast denn du den Radl? Da, hinter der Werkstatt. Ja, also das haben wir gleich, gell? Hä? Ja, damit kannst du deine Strümpfe sauber machen. Ach so, ja. Ja, ja, also ich muss dann wieder, ich muss nach München fahren, das pressiert, dass alles hergerichtet ist, wenn es am Sonntag kommt. Die reiche Erbtante aus Texas. Auf Wiedersehen, für Gott so lang. Was tust denn du da? Psst! Hanni, weißt du schon? Was? Am Sonntag kommt's. Wer? Dem Kali, seine Tante. Sind wir auch schon auf? Guten Morgen, Hanni. Warst du in der Kirche? Ja, war ich. Und dir tat's auch nicht schon, wenn's mal wieder geht. Ich hab mich die ganze Nacht hin und her gewälzt. Wegen diesem formalen Schuldschein und dem Tierriegel. Du, der Tierriegel. Ganz websert hat er mich immer angeschaut unter der Kirche. Vielleicht ist er da drauf gekommen, dass du mir immer so gute Sachen ausdruckst, hint bei seiner Kugel. Du, gell?
Dafür leiste ich ehrliche Arbeit. Das ist zum Beispiel der Gegenwert für 3 gepflückte Bettbezüge. Ja. Dann wär's dem halt gefallen, am Dürriger. Glaubst du das, Kali? Du brichst mir noch mal zum Wahnsinn. Na also, dann geh gleich zum Seebett, der ist auch schon ganz narrisch. Wenigstens hast du dann ausgesagt, wie wir morgen da raus müssen. Der Dürriegel, das Hutschenmantel, den kannst du mir auf den Bauch binden, hat auch nichts passiert. Gut? Anni, gibt's was Neues im Geil? Du, die Postler Erna hat schon den ganzen Chiemgau rebellisch gemacht wegen deiner Erbtante. Der Ölmilliardärin aus Texas. Ui, so weit sind wir schon aufgestiegen, he? Milliardärin. Hat der Markus also doch recht gehabt, he? Das funktioniert. Ja, und das macht dir gar nichts aus? Ja, ich hab ja nichts gesagt. Und der Markus hat ja was an Spaß gemacht. Galgenhumor nennt man sowas normalerweise. Ja, ein schöner Spaß, wenn man zum Gespött von den ganzen Leuten wird. Ja, haben wir denn was zum Verlieren? Ja, die Selbstachtung. Ah. Außerdem glaube ich nicht, dass der Markus heute noch mit einer Tante daherkommt. Wo soll er die ja hernehmen? Einen schönen Sonntag darf man wünschen. Was will denn der jetzt schon da? He? Ich zeig mir was an. Der Tag fängt ja schon gut an. Vielleicht wird er noch schöner. Anni, du bist so schnell weg von der Kirche, ist ja erlaubt. Ist der Lord? Ja, freilich. Wer soll denn noch dabei sein? Vielleicht der Notar, weil es den morgigen Tag gar nicht erwarten kannst. Also, geh. Okay. Schau, ich komme jetzt gerade von der Kirche. Und da hat der Herr Hochwürden doch heut von der Liebe zum Nächsten gepredigt. Und jetzt suchst du jemanden zum Liebhaben. Ja. Nein. Ich hab mir halt gedacht, dass ich am Freitag doch ein bisschen arg geich war. Ach. Ja. Und? Ja, jetzt wollte ich halt am Karl sagen, dass ich nur ein bisschen warten kann auf mein Geld. Vom Saulus zum Paulus? Aus heiterem Föhnhimmel? Dürriegel. Wie meinst du jetzt das? Jetzt passt du mal auf. Du bist nämlich letztendlich schuld an dem ganzen Schlamassel. Was? Ja, hab ich die ganzen Schulden gemacht? Wenn du am Karl seinem Vater nicht so zugesetzt hättest, dann wäre das alles nicht passiert. Ja, jetzt wird's aber hinterher mehr vorn. Hab ich mich vielleicht in Grund und Boden gesoffen? Du, das hat der alte Hirnregel schon selber gemacht. Ja, und du hast dann bloß fein in deiner Wirtschaft ein Bier und einen Schnaps nach dem anderen unter die Nase gestellt. Aber der Lunge hat das ganz schön selber erlogen. Ja, und im Suff dann die ganzen überteuerten Schuldscheine unterschrieben. Und sowas will ein Christenmensch sein mit einer Nächstenliebe. Ja, du. Ja? Ja, du barmherzige Samariterin. Ja, du warst ja nicht die Einzige, die ihm damals geholfen hat, wo sein Liesel gestorben ist, wie ihm der Steuer abbrennt ist und sein Stadel. Du, da hab ich da hast du ganz uneigennützig mit einem Geld ausgeholfen. Nein, nicht uneigennützig, gell? Ich hab immer mit offenen Karten gespielt. Und wenn ich einem was leih in der Not, dann will ich auch wieder zurückkommen in bessere Zeiten. Die Riegel, an dir ist er als Hellseher verloren gegangen. Wie meinst du jetzt das? Wo sind denn bei uns jetzt die besseren Zeiten, ha? Als Heißel willst du uns finden? Hanni, ich will doch bloß das, was mir zusteht. Du, und jetzt, wo am Karl ist, seine Tante? Welche Tante? Ja, deine reiche Tante aus Texas. Kennst du eine Tante aus Texas? Ich weiß von nix. Ja, Karli, alle reden doch bloß von deiner reichen Erbtante aus Amerika. Noch ist sie nicht da. Oder siehst du da vielleicht noch irgendjemand? Aha. Noch ist sie nicht da. Stimmt's also doch? Sag einmal, was tust denn du heute schon da am Sonntag? Der Schuldschein wird doch erst morgen fällig. Ja, schon. Aber weißt du, Karl, ich komme jetzt gerade von der Kirche. Und ich hab's auch der Heini gerade schon gesagt, dass ich mir die ganze Sache noch mal überlegt hab und dass ich halt nur ein bisschen warten kann auf mein Geld. Dürriegel, du bist ja direkt großherzig geworden über Nacht. Ja, mei, schau, jetzt wo du den Besuch kriegst von deiner reichen Tante, da hast du doch sicher viel zum Erledigen und zum Besprechen. Und da hast du dir gedacht, ich soll meine angebliche Tante fragen, ob sie mir nicht das Geld geben kann für deinen Schuldschein. Ja, weil das Heisel ist ja nicht so viel wert. Schau, so eine reiche Ölmilliardärin aus Texas, die hat doch Geld wie Heu. Wenn überhaupt, dann
wie Öl. Ja, dieser. Aber schau, Karl, da hätten doch alle zwei was davon. Du kannst dein Häusl halten und deine Werkstatt und ich kriege mein Geld. Gesetzt den Fall, sie gab mir was ab von ihrem sagenhaften Reichtum, die Tante. Ja, schau, Blut ist bekanntlich dicker wie Wasser. Ja, schon, aber die Sache hat ja nur einen Haken. Ah. Und der wäre? Weißt du, meine Tante ist eigentlich... Wer kommt jetzt noch? Was weiß die nie? Ja, das ist ja ein Chevrolet mit einer Münchner Nummer. Dann kann es ja meine Tante nicht sein, weil die kommt ja bekanntlich aus Texas. Ja, aber vielleicht ist die bis München geflogen und hat sich dann das Auto zweier genommen. Mein Geld hat's doch nur. Das sagst du. Oh, schau dir diesen Drumkoffer im Kofferraum. Das ist ein Überseekoffer. Aus Übersee am Chiemsee? Tut er mich für jetzt ja nicht pflanzen, gell? Ich weiß genau, was da herin gespült wird, gell? Oh, du, mein Schei, jetzt steig's aus. Ja, ist die Ski. Ski im Chevrolet. Ja, Kali, die kommt jetzt rein. Kali, jetzt gut's, die kommt. Herein. Grüß Gott! Hallo zusammen! Grüß Gott! Die Tante aus Texas! Karl Hirange! Schickt Sie der Herr Salmans wieder, Frau... Franziska! Einfach Franziska! Aha, also das hätte ich jetzt nicht gedacht, Frau Franziska! Ja, darf man Ihnen einen Platz anbieten? Du Gläufe, du! Wo Sie doch so weit herkommen, gell? Also ganz so weit ist es heutzutage auch wieder nicht. Ach, sagen Sie das nicht! So weit übers Wasser, Sie, der strengt schon an! Ich bin ja nicht über den Chiemsee gerudert, sondern von München her... Geschwommen! Na, gefahren! Ja, aber Sie, das vorher, das war doch ganz schön weit, gell? Ja, wenn's meinen. Sie, ich bin ja ganz erstaunt. Das Amerikanische hört man bei Ihnen ja gar nicht so durch, gell? So. Wieso amerikanisch? Ja. Ich bin in Bayern aufgewachsen. Ja, schon, aber schauen Sie, wie Sie dann nüber sind, gell, und drüben geheiratet haben. Nein, ich hab nicht geheiratet. Nicht? Nein. Umso besser. Und ich will mich auch erst dann verheiraten, wenn mir wirklich der Richtige über den Weg läuft. Ja, da haben Sie recht, gell. Und wenn man so groß im Geschäft ist wie Sie, da hat man ja kaum Zeit fürs Privatleben, gell? Woher wissen Sie jetzt das? Ja, man hat ja schließlich auch seine Erfahrungen am Land heraus, sozusagen. Genau. Ja. Wissen Sie, diese ganze Großstadthektik, die druckt mir manchmal richtig die Luft ab. Ja. Und da habe ich mir gedacht, fährst da mal raus an den Chiemsee und schaust, ob sich da nicht was Passendes findet. Ja, da findet sich schon was. Da werden schauen. Da findet sich was, gell, Karli? Freilich. Ja. Sie, aber das Amerikanische, das hört man jetzt gar nicht durch. Kennen Sie gar nicht Amerikanisch in Ihrem Geschäft? Natürlich kann ich Englisch. Ach, sonst käme ich ja in meinem Business nicht weiter. Business? Ja, im Geschäft halt. Aha. Im Büro. Ah, da haben Sie sicher ein sehr großes Business-Geschäftsbüro. Naja, wir sind zu sechst. So ein großes? Ja, Respekt. Das ist wer ist denn da gekommen? Ja, da, am Kalle seine Tante. Ach, grüß Gott. Grüß Gott. Aber bitte, was meinen Sie mit Tante? Ja, aber Sie sind doch unserem Kali, seine Tante. Also schaue ich so aus, als wäre ich dem Herrn seine Tante. Ja, schauen Sie, das kann man heutzutage gar nicht mehr so genau sagen. Aber dieses große Auto, wo Sie chauffieren. Ach, jetzt verstehe ich. Sie meinen die nette ältere Dame, die mich mit ihrem Wagen von München mitgenommen hat. Nephew, my little Nephew!
auf, das glaubt uns kein Mensch. Lass mich noch machen, das glauben uns alle. Oh, nach all die vielen Jahren. Sie, Fräulein Franziska, Sie kennen doch Englisch, gell? Sie, was heißt denn Liebe? Love. Love. Und Tante? Aunt. Aunt. Ja, und Herz? Hart. Hart, ja, also. Was ist? Who's this? Lauf an, hartlich willkommen! Lauf an! Dir ahnt! Oh, noch eine Nephew? Nein! Ich bin der Boss! Ja, also der Seewirt, ja. Vom Hotel, ja? Am See. Oh, See. Soll das sein, eine Einladung? Hä? Oh, aber du kannst absolut nicht sprechen Deutsch mit mir. Ja, ich verstehe sogar Bayerisch. Na, schließlich bin ich da aufgewachsen. Ein freilich. Sie ist ja schließlich da aufgewachsen, gell? Weil sie kennt das uns an Kari, seit Tante gar nicht sein, gell? Ja. Du bist aber die ganz schlaue Seewirt. Ja. Ich bin immer schon früher aufgestanden. Haben? Ja, also ich bin immer schon mit den Kickerl aufgestanden. Wie das Sprichwort sagt, denn jede Haare ist ein Big Boss auf seine eigene Mist. Ja, genau. Sie, und da habe ich ja einiges davon. Was? Von dem Mist. Weil ich bin ja nicht bloß der Seewirt, sondern auch Großakronom. Oh, dann haben Sie sich eine ganz große Art. Tante! Ackerbau und Viecherwirtschaft. Ja. Aber Sie haben sicher noch viel mehr Öl, als wir Odel, gell? Na. Das kannst du sagen laut. Ja. Ja, und Sie, Fräulein Franziska? Ja, also das ist sicher das Fräulein Töchterl. Leider nicht. Leider no. Die Sekretärin? Die gnädige Frau war so freundlich und hat mich von München mitgenommen. Oh, die Frauen stand so ganz allein an die Rand von der Straße. Da musste ich geben meine große Herz an die Stoß, um sie zu halten an. Die gnädige Frau meint, ich stand da in München als Anhalterin. Und jetzt suche ich halt einmal für die nächsten Tage eine Unterkunft. No. Also, ja, da sind Sie bei mir beim Richtigen, jawohl. Das erste Haus am Platze. Eine preiswerte Unterkunft. Oh, da wird Ihnen machen diese freundliche Gentleman sicher eine ganz besondere Sonderpreis. Was? Nicht wahr, du starke Gewürzmann mit die vielen Mist? Ja, sowieso, ja, also, das ist gar kein Problem. Ja, Sie können bei mir schlafen. Nein, ich will natürlich bei mir Urlaub machen, solange Sie wollen. Ja, und für die Frau Tante habe ich ein ganz besonderes, exquisites Seeblickzimmer mit fließendem Wasser. Aus dem See? Na, aus dem Hahn, aber dafür warm und heiß gleichzeitig. Oh, sorry. Ich denke, ich würde bleiben lieber bei meinem Neffen. Oh, wir haben uns ja so viel zu erzählen. Ja, die alten Familienbande, gell? Kalle, Blut ist bekanntlich dicker wie Wasser. Hörst du mich? Ja, ich höre dich schon gehen. Goodbye. Vielleicht sieht man sich einander die Tage. Ja, das will ich hoffen. Ja, also, Fräulein Franziska. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Ja, vielleicht. Ja. Warum denn nicht? Die Chiemsee ist ja nicht die Atlantik. Ja, aber dafür das Meer, das Bayerische. Oh, ja. Sie sind sicher eine große Schwimmer. Ja. Und schnell. Also? Ja, mit ohne Haare auf die Kopf. Also, ja, man tut, was man kann. Wiederschauen. So. Und vielen Dank noch einmal. Oh, no problem. Bye. Fräulein Franziska, folgen Sie mir zum Quartier. Bye. Was hab ich gesagt? Franziska, da bin ich.
der frisst einem reichen Rottner gerade so aus der Hand. Ja, und wie der Rupp stolz hier ist. Wie der Beutel der Auer hat. Aber Sie, Sie haben sicher mehr Öl wie mir Odel. Ja. Oh, das kannst du sagen laut. Ja, ja. Was ich immer gesagt habe, der eine hat's im Hirn, der andere hat's im Geldbeutel. Ja. Aber jetzt, jetzt schauen wir auf unseren Vorteil und auf unseren Geldbeutel. Unser? Ja, auf deinen natürlich. Pass auf, Galli, ich habe gestern mit meinem Chef telefoniert, dem Baron vom Herdegen. Und der war ganz begeistert, wie ich in die Lage von deiner Autowerkstatt erzählt habe. Ja? Pass auf, morgen in der Früh hole ich vom Flughafen ab. Darum habe ich heute schon den Chevy mitnehmen können, nicht? Und dann komme ich mit ihm zu einem raus. Dann werden wir die Sache unter Dach und Fach bringen. Sauber! Mein Markus, das war was. Ja, eine kleine Erfolgsprofession. Ich werde bei einem erfolgreichen Abschluss für mich doch rausschauen, oder? Ja, natürlich, das kannst du doch glauben, Markus. Die geschickte Himmel wirklich als letzten Nothelfer. Nein, das kannst du nicht sagen. Weißt du, schließlich war der heilige Markus ein Evangelist. Also gut. Auch wenn du momentan nicht ganz so heilig ausschaust, der Himmel schickt dich trotzdem. Oder, Hanni? Sag halt einmal was. Eigentlich. Eigentlich? Eigentlich war ich ja gegen die ganze Maskerade. Aber? Aber wie du den Kuraugen den Tierriegel um den Finger gewickelt hast, Respekt. Oh, das war für jetzt ein Riesenlob, mein Lieber, mein Lieber. Was schaust du nur so? Oh, nix, bloß so ein Gedanke, ja. Mhm. Du, wie war jetzt das mit der Franziska? Ja, gar nix. Die ist wirklich bloß in Ramersdorf an der Autobahnauffahrt gestanden und wollte zum Chiemsee rausfahren. Dann habe ich mir gedacht, Markus, Generalprobe. Na, wenn die mir die Tante abkauft, dann kann überhaupt nichts schief gehen, oder? Wieso? Gefällt's dir vielleicht? Nur so eine Frage. Ja, 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 ja. Bin gleich wieder da. Ja, ja, Hi! Chester, Moment, please! Natürlich, ich hab gesagt, dass die Tante schon da ist. Hallo. Hallo. Hanni! Ja, Frank? Sie waren also die bewusste Tante. Grüß Gott. Exactly. Und Sie sind, Markreiter, Erna, Postzustellerin im 4. Bezirk Algirda selbst. Oh, eine Frau aus dem Amt und Würden? Sozusagen. Und Sie sind also die Schwester vom Kali, seinem Vater? Vom Kali, seinem Vater, also? Oh, Moment mal, der hat ja bloß einen Bruder gehabt. Scheiße, ich meine, ja, ich bin auch mehr die... Ach, Schwester von Kali, seiner Mutter, na Freili, die war doch zu sechs da. Von Kali, seine Mutter, ja, exactly. Was ist denn, Erna? Hanni, wie hat's denn gleich wieder geheißen, ihre Schwester? Ja, die... Du musst das doch wissen, ihr wart doch aus dem selben Dorf. Ja, was mit gleich gedacht? Ja, nein, mit mir, du und die Tante. Die Hanni. Ja, mir. Was doch die Schwester vom Kali seiner Mutter ist. Von der Liesl? Ja, 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 genau. Genau, von der Liesl. Ja, ja, dann kennt ihr euch schon als ganz, ganz kleine Purzeling. Yes, 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 yes. Ganz klein und Purzeling waren wir damals. War wir? Ja, ja, dann seid ihr ja miteinander in die Schule auch gegangen, oder? In die Schule auch, ja. Zusammen. Ja, ja, wir haben sogar zusammen dieselbe Schulbank gedruckt. Hanna. Yes. Mei, ist die schick. Und dann sieht man sie nach so vielen Jahren wieder. Habt ihr euch gleich wieder kennt? Oh ja, natürlich. Ja, gleich. Oh, solche Augen wie der Hanni, die ihren, die vergisst man doch sein Leben lang nicht. Mei, ist die schick. Da wird's auch gleich direkt warm ums Herz. Ja, mir auch. Me too. Yes, yes. Sie sagen's einmal, wie ist denn das eigentlich da drüben in dem Amerika so? Oh, oh, big. Sehr big, sehr big. Weißt du, so ein Zufall, gell? Ich hab ja einen Cousin da drüben in dem Amerika. Und der schreibt mir, wie wir's da so zugehen. So mit den Indianern und so.
Wie es da so zugeht? Ja, 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 ja. Aber der wohnt ja ganz da drum bei den vielen Wasserfällen. Fast da in Kanada, wissen Sie? No, no, no. Ha? No, Kanada ist hier. Hier ganz weit oben drüben. Ja, ja, da. Da bei den vielen Wasserfällen, gell? So wie bei uns auf die Berg oben, nur für Grässerner und Hächerner. Ja, ja, ganz droppen bei den Fällen mit Wasser, kurz vor Kanada. Ja, ja, ja. Ja, aber Sie da drunten in dem Texas, Sie schwimmen ja wahrscheinlich mehr im Öl als im Wasser, oder? Oh, das kannst du sagen laut. Ich hab schon zu Hani gesagt, ich will einmal zeigen, alles viele an. Ja, so ist recht, gell. Wenn man sich nach so vielen Jahren wieder sieht, dann soll man viel mehr Zeit miteinander verbringen. Oh ja. Es gibt sehr viel zu erzählen. Ja, ja. Gibt's das? Oh ja, so von Frau zu Frau. Dann will ich jetzt nicht mehr länger stören, gell? Nein. Aber ein Gaudi ist das vielleicht schon, gell? Was? Also, ich mein, der Karli freut sich doch bestimmt auch, oder? Oh, ja, ja, und wie, dass ich freut. Also dann, geh jetzt wieder, gell? Und dann komm ich morgen wieder. Morgen schon wieder? Selbstverständlich. Da bringe ich dann auch gleich die Postkarten mit, gell? Vielleicht kennen sie ja doch mein Cousin und das, wo der da wohnt, da drüben in Kanada, gell? Ja, 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 bestimmt. Also ja. Dann bis morgen. Bye, bye. Und alles Gute. Bye. Danke. Servus. Das war jetzt aber knapp. Findest du? Ja, wie uns die Erne noch mehr nach unseren gemeinsamen Schulerlebnissen befragt hat, mein Lieber. Ja, da wäre mir dann schon was eingefallen. Du alter Schmarrer, du. Hanni, was anderes? Hast du was dagegen, wenn ich vielleicht meine Perücken runter tue? Na, wieso denn? Naja, vielleicht kannst du meine herbe Männlichkeit nicht mehr ertragen. Und wir zwar doch schon so nett im Sandkasten gespielt haben. Ja. Oje, 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 oje. Gleich geht's zu bei einem Daumenschlag. Ja, bitteschön. Entschuldigen Sie, aber ist der Herr Karl nicht da? Doch. So der im Rufe? Ja. Na, ich hab nur mein Handtaschall vergessen. Ach so. Ja, wo könnte jetzt das sein? Ah, da! Da hin's ja. Dankeschön. Ja, also nur weil die Tante. Ja, was ist denn mit der Tante? Nix. Ich wollte mich nur mal bei ihr bedanken, weil sie so freundlich war, mich mit rauszunehmen. Wissen Sie, der Herr Seewirt, der überschlägt sich ja gerade, bloß um mir alles recht zu machen. Ja, der macht es nicht ohne Hintersinn, den kenne ich. Also da ist er bei mir an der falschen Adresse. Ich glaube auch nicht, dass es Sie wollen. Sondern? Ja, wissen Sie, der sagt es so hintenrum, so durch die Blume. Hallo, Tante! Genau das hab ich gemeint. Ach so. Euer Obst schlägt halt immer noch gern Salz. So, da waren wir. Grüß dich, Dierwigl. Ja, grüß dich, Hanni. Ja, ich. Franziska, sie sind auch da. Gefällt dir noch nicht bei mir im Seeblick? Sag mal, was ist denn schon wieder los? Doch, doch. Ich hätte nur mein Handtaschall vergessen. Was? Ihr Handtaschall? Ja, ja, das haben sie in der Hand. Ich weiß. Ach so. Ja, danke. Was ist denn, Karl? Hast du mit der Tante schon geredet jetzt? Jetzt sei doch nicht so gar. Ich konnte doch nicht gleich mit dir ins Haus fallen. Aber bevor das Häusl zusammenfällt, soll ich schon sein. Mei, jetzt, wo es kaum eine halbe Stunde da ist. Sag mal, was hast denn du da hinter deinem Rücken? Was? Ja, weißt du, weil ich halt deine Kapazität von deinem Weinkeller kenne. Die quasi gleich null ist? Ja, genau. Hab ich mir gedacht, ich bring der Frau Tante ein gutes Tröpfel vorbei. Zwei oder drei. Das ist aber sehr aufmerksam von dir, die. Ja, aber. Ja, so sind wir halt, gell? Wir Chiemgauer, gastfreundlich bis zum Letzten. Unser Seewirt meint, er saugt seine Gäste aus bis zum Letzten. Blutstropfen. Das musst auch gerade du zu mir sagen. Ja, nix für Hunger, ja. Sind wir wieder gut. Ja. Ich glaub, ich geh dann mal wieder. Auf Wiedersehen, Fräulein Franziska. Wir sehen uns dann im Seeblick. Na, jetzt bleibst doch noch ein bisschen da. Schauen Sie. Wo doch unser lieber Seewirt heute seinen großzügigen Tag hat. Ja. Schauen Sie, das passiert doch alle paar Jahre nur einmal. Jetzt übertreibt aber mal schamlos. Entschuldigung,
Waren sie alle 10 Jahre oder waren sie alle 100 Jahre? Und zuerst auf, weil sonst sollst du mich näher kennenlernen. Oh, noch besser kennenlernen? Oh. Diese Idee ist wonderful. Gell, das sagen Sie auch, ja, ja. Bitte, bitte für Sie, Gnädigste, bitte schön. Oh, ein Flau aus der Heimat. Wie sinnig. Ja, ja, ganz sinnlich. Aber was versteckt denn unsere kleine Seemütten noch in seine Korb? Nur einen kleinen Begrüßungsschluck. Oh, da wollen wir doch gleich stoßen an. Alle zusammen. Was, alle zusammen? Ja, ja, gut, also gut, wie Sie meinen. Hanni, haben wir Gläser? Ja, das leid's gerade noch. Ja. Sit down, please. Bitte setzen. Franziska? Wollen Sie nicht hier Platz nehmen? Gerne. Ja, 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 gell. Ein guter Wein, ein schönes Weib, erfreut den Mann, das Herz im Leib. Oh, das Sie haben gesagt, wonderful. Ja, bitteschön. Oh, Riesling. Ja, ja. Na, kann ich. Blasen? Dann machen wir nur ein Lied. Sie machen das wie eine Könner. Ja, ja, ja. So als alter Gastronomiker. Oh, da haben Sie sicher sehr viel zu tun in Ihrem Hotel. Ja, 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 ja. Wissen Sie, so eine Gastwirtschaft, das ist ein Gefrett. Nein, ich meine natürlich ein Kreuz, gell. Und was das alles kostet. Die Küche und die Bedienungen und die Zimmermädel. Also man zahlt ja nur drauf. Ja, warum verkaufen Sie dann nicht die Hotel? Ach, okay, Sie sind gut. Von was soll ich dann leben? Cheerio, cheerio. Ja, ja. Ja, auf was trinkt man denn? No. Auf das, was wir haben, lieb. Ja, 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 ja. Auf die Liebe und aufs Geld. Oh, Sie sind mir aber nicht ganz durchtriebene. Ja, ja, freilich. Gelegenheit macht Triebe, gell? So. Fräulein Franziska, gefällt er Ihnen hier am Chiemsee? Ja, also ich glaube, da draußen kann es ganz schön sein. Ja, ja, oh, ja, und dann die Natur erst bei uns heraus. Oh. Sie, bei uns ist ja alles Natur, gell? Ja, ja, ja. Zuerst der Alpenpanorama da und dann da der Herrn Chiemsee. Oh, oh, very, very wonderful. Ja. Big, big mountain. Ja, ja. Wonderful sea. Ja. Und very romantic, very romantic. Ja, soll ich Ihnen den Alpenpanorama einmal zeigen, Frau? Frau Tante, jetzt weiß ich gar nicht, wie die heißt. Markus! Marie! Marie heißt meine Tante. Sorry, my name is Mary. Mary. Ach, ein schöner Name. Also, soll ich dann zeigen, den Alpenpanorama Santa Tante Maria? Oh, danke, danke. Sie sind ein ganz ein Schlimmer. Ja, ja, ja. Ich kenn's ja schon. Aha, Sie kennen's ja schon. Ja, ja, freilich, die Mary ist doch da aufgewachsen. Ja, freilich, Sie sind ja von da, gell? Ja, dieses Mundäne, das Sie so aus der großen Welt mitgebracht haben, lässt mich das immer wieder vergessen. Oh, Sie Schlimmer, Sie. Ja, ja. Was ist, Karl? Willst du dem Fräulein Franziska nicht einmal einen Alpenpanorama zeigen? Hm? Oh, ja. Sie kennt ihn noch nicht, hm? Karli, geh ruhig. Deine arme, alte Tante wird sich schon zu helfen wissen alleine. Ach, geh, was heißt denn da alt? Also, wenn du meinst, Tante. Warum denn nicht? Mein Hani ist ja auch noch bei mir. Ja. Also gut. Wenn Sie wollen, Franziska. Gerne. Dann lassen wir euch drei jetzt ein bisschen allein. Ja, der Karli, nicht bloß ein bisschen. Darf schon ein bisschen länger dauern, gell? Ja, wissen Sie, der Sonnenuntergang bei uns heraus ist ja besonders romantisch. Oh, Sie ganz schlimmer sieht. Ja, also, dann schauen wir heute mal, was sie macht. Die Sonne. Wiederschauen. Und vielen Dank nochmal für den Wein. Na, ja. Bis später. Ja, ja, ja. Sollen die Jungen auch ihre Freude haben, gell? Ja, wieso? Sie sind doch auch noch nicht alt, sie sind doch jung. Ja, ja. Oh, da kann sich ihre Frau aber schätzen glücklich. Ja, das glaube ich wieder weniger. Wieso? Wo haben Sie sie, die versteckten Fehler? Weil ich bin ja gar nicht verheiratet. Oh. Aber was nicht ist, kann er noch werden. Oh, Prost, Hanni. Prost, alte Schulkameraden von einem Bankdruckerin. Was? Ihr seid miteinander in die Schule gegangen? Mhm.
Ach, aber doch sicher nicht in dieselbe Klasse. Sie schauen doch viel jünger aus. Ja. So schmal. Ich weiß jetzt den Stein aus. Ja. Ich geh zu meinen Rindviecher und du bleibst bei den Ochsen. So. Ja. Wo sind jetzt wir gleich wieder stehen geblieben? Wir sind stehen geblieben bei den Ochsen. Nein. Beim nicht verheiratet sein. Ach, ja. Und wie ist es dann mit dir, Santa Tanta Maria? Du bist doch verheiratet. Meine Mann ist vor einem Jahr gestorben. Oh, leider. Ja, das tut mir aber leid. Ja, dann sind Sie jetzt ja ganz allein eine Witwe. Ja, und mit den Kindern so quasi auch ganz allein. I have no children. No, keine Kinder. Ja, dann wäre der Kali Alleinerbe. Yes, die gute Kali, ganz allein. Ja, da lässt mich wieder! Das tut mir aber jetzt leid, gell? Ja, also ich sag ja immer, der Mensch lenkt und Gott denkt. Exactly, die liebe Gott. Könnten Sie sich das nicht vorstellen, ich meine, dass Sie noch einmal heiraten täten würden? Oh, eigentlich schon, aber... Was aber? Oh, wissen Sie, ich bin keine Frau wie jede andere. Ja, fehlt Ihnen was? No, im Gegenteil. In die Gegenteil. Oh, im Gegenteil. Ja, nachher. Mary, hiermit sage ich es in aller Öffentlichkeit. Mary, ich möchte dich heiraten. Wie schaut es denn da aus? Das gibt's ja nicht. Boah. Stimmt vielleicht Siegern. Wow, dein Krug ist doch herin. Guten Morgen, der Herr. Asche auf. Oh, ja. Asche auf, ja. Gut geschlafen? Wie man es nimmt. Du? Eigentlich nicht schlecht, ja. Dass du heute schon auf bist? Kann ich? Darf ich dir ein großes Geheimnis anvertrauen? Nein. Oh. Also gut. Ich war noch gar nicht im Bett. Gute Nacht. Also, so stimmt, Sandy. Hanni! Oh, die Woche fängt wie immer gut an. Nigeria heißen sie. Nigeria. Wer? Die Wasserfälle, wo ich gestern der Tante aus Amerika erzählt hab. Schau, so schauen sie aus. Ja, ganz schön. Das viele Wasser und die Schiffe, die wo direkt unter dem Wasserfall durchfahren. Wie bei uns auf dem Chiemsee. Wo haben jetzt wir am Chiemsee einen Wasserfall?
Ja, aber solche Schifferl, die haben wir doch auch. Ja, wenn's meinst. Sag mal, ist schon auf am Kali seine Tante? Nein, ich glaub, die schlaft noch. Das glaube ich, dass die noch schlaft. Bei dir ist ja sonst noch finstere Nacht. Was? Mein Cousin hat gesagt, er geschrien. Wenn's bei euch zum Mittag leid, dann bei uns die Sonne aufgeht. Geht. So? Du, aber ein bisschen seltsam ist schon, gell? Hat ihm Kali seine Tante. Findst du? Ja, du, ich hab gestern so ein Gefühl gehabt, warst du als Frau irgendwie anders und überhaupt. Sie lebt halt in Amerika. Ja, ja, da hast du recht. Die leben da drüben ja in einem ganz anderen Menü. Ja, die Umstände in so einem großen Land, die sind doch ganz anders wie bei uns. Der wirst du recht haben. Die siehst doch schon an diesen Niagara-Wasserfälle. Also, ich lasse jetzt einmal die Postkarten da liegen, gell? Damit die Tante auch sieht, dass wir uns auch in Amerika auskennen. Die Post bringe ich dann wie immer auf dem Rückweg vorbei, gell? Gut. Also dann, Hanni. Für dich, Anna. Servus, Hanni. Schlaft der Markus noch? Die Mari, meine ich. Die Tante ruht noch gnädigst. Weil bei ihrer ist ja jetzt nur stockfinstere Nacht. Wie meinst du jetzt das? Ja, die Erna hat mir gerade erklärt, dass bei den Amerikanern erst zum Mittagessen die Sonne aufgeht oder so ähnlich. So eine Spinnerin, ne? Hat die Erna gesagt und die Erna kennt sie aus. Das kannst du laut sagen, ja. Das wäre eigentlich mein Spruch, gell? Guten Morgen. Guten Morgen. Arbeitswecker. Ho, ho, ho. Ja, du hast aber gestern ganz schön ausgiebig gefeiert, he? Sei bloß du statt, gell? Das habe ich alles nur dir zuliebe auf mich genommen. Nein. Das war schon deine Idee, ja? Naja, gemeinsam sind wir unausstehlich. Schütt vom Tierig ist ein Fusel, ein Glasel in den Chiemsee und du rottest mit einem Schlag sämtliche Fische aus. Tante, ja. Du tust mir wirklich schrecklich leid. Du kommst halt bloß du statt. Du hast dir rechtzeitig aus dem Staub gemacht. Tja. War's wenigstens nett? Nett ist gar kein Ausdruck. Anstrengend war's. Oh. Kalle. Also was ihr schon wieder denkt, hä? Nein. Ich hab mir gedacht, ich wollte dir halt ein bisschen einen See zeigen. Ah, ich wollte den See zeigen, ja. Ja, ich hab mir gedacht, so ein kleiner Spaziergang, der war was Schönes. Ich wär was Schönes, ja. Dabei ist es sowas von gut zu Fuß, dass wir eine Gewaltmarsch um den Halberten See gemacht haben. Oh, den Halberten See? Ui, ja. Ui. Aber dann haben wir uns halt hingesetzt und haben geredet. Nein, aber dann ist halt finster geworden und wir haben im Heustadl über Nacht. Also doch. Nein, Markus, das Mädel ist keine Frau für bloß eine Nacht. Das habe ich schon gleich gewusst. Wie meinst du jetzt das? Na ja, weil ich mich vom Rausfahren von München daher zu euch mit ihr ein bisschen unterhalten hab. Unterhalten? Ja, so von Frau zu Frau. Natürlich, ja, von Frau zu Frau. Da bin ich gleich gespannt, dass das Mädel für dich die richtige sein könnte. Ja, da kannst du schon recht haben. Aber jetzt erzähl mal, wie war's denn mit dem Tierriegel? Habt's noch länger getagt? Zweimal hat er meinen Heiratsantrag gemacht. Nein. Dreimal wollte er mir vorzeugen, sein Hotel, Gasthof überschreiten. Ja. Leider nur mündlich. Mhm. Und viermal wollte er auf der Stelle von mir ein Kind. Ja, dann wollte ich mir zum Bestbringer von mir. So mancher Strohkopf fängt halt gern Feier. Hey, war was mit der Hanni, hä? Ja, gar nichts war mit der Hanni. Wir denn auch, wenn mich der Depper die Tierriegel pausenlos abbusselt hat. Der hat mich abgeschleckt wie ein Bernardiner, wenn er sein Lawinenopfer findet. Love out, Tony. Love out. Ich liebe dich. Du, mit jeder Flasche Wein, die der getrunken hat, bin ich für den schöner geworden. Ja. Der war gar nicht mehr zum Wegbringen. Ich hab gar nicht gewusst, dass ein Mensch mit zwei Armen vier Hände haben kann. Schade, da war ich gern dabei gewesen. Und? Wer ist dann rausgegangen? Zum Schluss hab ich das gemacht, was alle Frauen mit ihren Männern machen. Was? Willst du vielleicht damit sagen,
Ich hab gesagt, dass ich Kopf hab. Ganz furchtbare Migräne. Oh. Und das hat funktioniert? Anfangs schon. Ja, zuerst ist er heimgegangen, schnurstracks. Das heißt so ungefähr Richtung Seewirt. Aber nach einer halben Stunde ist er schon wieder bei mir am Kammerfenster gewesen und wollte eine ganze Ladung Aspirin vorbeibringen. Was hast du dann gemacht? Ich hab beim Reihhäufer so deppert angestellt, dass er gleich wieder rausgefallen ist und mitsamt der Lauter direkt auf einen Misthaufen auf. Drum liegt die große Lauter bei uns im Hof. Da ist er rumgesprungen wie ein Geschachtelteife. Oh, er sind Odeln gefallen und jetzt stinkt er so, als müsste er heim, müsste sich baden in seinem modernen Bad, mit Fliesen, warmen und kaltem Wasser. Aber dann käme er wieder. Und? Ist er gekommen? Nein. Ich weiß nicht. Er ruft nicht an, er schreibt nicht. Ich hab mich total vergessen. Und dabei hätte ich doch so zeitlang nach ihm. Ja, wo die Liebe hinfällt. Ja, da wächst kein Gras nimmer. Sag mal, wie spät ist es überhaupt? He? 11:55. Nein. Wenn du auf meinen Schuldschein anspielst. Jetzt red kein Schmarrn, ich meine im wirklichen Leben, ja. Ja, pass auf, also, auf dem Kirchturm, da steht der kleine Zeiger auf 10 und der große auf 3. Au! Au! Jetzt schlag's 13. Ja, stimmt. Um 8:30 hätte ich den Baron vom Herdegen vom Flughafen abholen sollen. Dein Chef? Wenn's blöd geht, meinen Ex-Chef. Ui, du da draußen wird stürmisch. Red doch kein Schmarrn, da ist doch ein Wölkel am Himmel zum Sein. Aber in München, da erwartet mich jetzt ein Orkan. Nein, ich mein, da draußen, da kommt dein Verehrer. Oh, Karl, richte bitte meinen möchtigen Bräutigam aus. Ich kann ihn heute unmöglich empfangen. Oh ja, Tante, ich weiß, du hast Migräne. Da. Wo bist du denn? Die ist jetzt gerade nicht da. Guten Morgen, Herr Dierig. Na, grüß dich nachher. Aber ich hab's doch gerade da herin gehört. Na, geh da. Da hast du dich doch da. Meine Pflanzen, meine Ohren sind aber noch ganz gut, gell? Und da. Ihr Koffer ist ja auch noch da. Oh, Herr Dierig. Oh, du hast aber heute ein strenges Duftwasserl aufgelegt. Ja. Mein Glickerl. Ja. Also, ich würd eher sagen, das riecht wie Odelette. Du mich nicht auslachen, gell? Du mich ja nicht auslachen. Bloß weil ich heute Nacht als edler Samariter von der Lorte runtergefallen bin. Ja, du bist ein guter Mensch, gell? Ja. Ein Mensch voller Gutheit und nur immer um das Allgemeinwohl besorgt. Dass mir bis jetzt das noch nicht aufgefallen ist. Du, pass mal auf. Wenn du mir so kommst, gell, dann sag ich nur ein Wort. Ja, mein Klickerl, ja. Na, Schuldschein. Der Schuldschein wird heute fällig, gell? Oh, der Schuldschein, ja. Ja, dann schau ich halt doch schnell, wo die Tante ist. Ja. Wenn man darum bitten darf, gell? Da schau her. Dem steht ja das Wasser nicht bloß bis zum Hals. Der schwimmt ja schon im See, wo er am tiefsten ist. Wir starten! Herrschaftszeiten haben Sie mich erschreckt. Wie bitte? Hat er erschreckt, haben Sie mich? Ah, verstehe. Cher ami, guter Freund. Putze ich dieses Alpenvölkchen. Sagen Sie mal, sind Sie der Herr des Hauses? Nein, noch nicht. Aber notarisch schon. Notorisch, wa? Also, mit was kann ich Ihnen na dienen? Ja. Der ist nicht von hier, das ist ein Ausländer. Du wissen, wo Fahrer von großes Auto brumm brumm. Brumm brumm? Ah, der meint den Chevy. Ja, also passen Sie auf, Auto ist sich nichts zu verkaufen da. Nee, ich kaufe, ich kann doch meinen eigenen Wagen nicht kaufen. Wo ist der Fahrer? Ist ich nix, Fahrer, ist ich Tante. Beim Tanken? Nein, nix, ernten. Tante.
Ja? Verstehen Sie das? Gas. Was? Nee, Fürstenjahrs, das ist die Konkurrenz. Gestatten, Baron Konstantin von Herdegen, Mineralöl AG. Meine Karte. Ferdinand Dierriegel, keine Karte. Mineralöl AG. Ja, wollen Sie bei uns nach Öl bohren? Nee, ich such den Fahrer von der Karre, die da draußen neben dem dampfenden Haufen steht. Ach, ein Karren voll Mist wollen Sie wohl. Nee, ich such den Fahrer von dem Chevrolet. Hanni? Ah ja, da kommt sie grad. Wer? Na ja, sozusagen also die Zofe von der Tante. Zofe, Tante. Ist das hier auch so ein altes Schloss von dem Ludwig Kinney? Was ist? Grüß Gott. Ah, grüß Gott, Frau Franziska. Sie, der Herr da. Wir statten Herr Degen. Ja, also der Herr Degen da, der sucht die Tante. Ja, woher soll denn ich das wissen? Ich bin ja gerade erst zur Tür rein, Herr Dierigel. Ja, genau. Woher sollten Sie das wissen? Sie ist ja gerade erst zu der Tür rein da. Das habe ich doch gesehen, meine Kinder. Ich habe doch Augen im Kopf. Was ist? Was? Ich habe Guckerchen in der Birne. Verstehen Sie kein Hochdeutsch? Ja, selbstverständlich. Ich bin ein Gastronom. Astronom ist er, Sternekicker. Das hat erklärt einiges. Ich glaube, ich hole am besten mal den Kali, wegen der Tante. Fräuleinchen, ich suche keinen Kali und keine Tante. Ich suche den Fahrer von dem Chevrolet, der da draußen im Hof steht, den Markus Seimannseder. Ja, da wäre ich. Ach, Gott sei Dank, Markus. Endlich ein Mensch. Ja, wer ist jetzt dies? Das ist der Fahrer von dem Chevrolet. Na, das ist die Tante. Wer ist die Tante? Na ja, sozusagen diejenige, die das Auto fährt. Markus, schaffen Sie diese Parfümwolke, diesen stinkigen Ochsen da weg, sonst vergesse ich mir. Ja, was heißt denn da gestinger der Ochs? Ha? Ja, meinen Sie vielleicht an mich? Ha? Sie pressen sich zwitschgen, Mann, da sind pressisches Hase. Markus, nun tun Sie doch was. Was ist denn das für ein Geschrei? Da, der Ölbaron und sein Komplize dürfen mich beleidigen. Heute gebe ich gleich einen gestingerten Ochs, gell? Moment mal. Ölbaron, ja? Kann ich, darf ich mir vorstellen, der Baron Konstantin von Herdegen, mein Chef. Grüß Gott. Herr Baron, das ist der Karl Hierangel, mein Freund und Besitzer dieser Werkstatt. Ach, Besitzer! Das wird aber nicht mehr lang sein, gell? Weil so lässt ein Dierigel mit sich nicht umspringen. Ach, junger Mann, vielleicht können Sie ein bisschen Ordnung in den Chaos hier bringen. Ja, also. Karl? Karl, was ist? Hat's das schon gegeben? Das Geld, die Tante. Die Tante? Ja, die Tata. Ah ja, tut dir nicht. Dirk, die Tante hat so furchtbar Migräne. Hast du nur die Kopfwehrtabletten von heute Nacht dabei? Ah, woher? Die sind doch in dem Anzug, mit dem ich in die Odelgruppe gefallen bin. Nein. Dann darf ich dich ganz lieb bitten, ob du nicht so gut sein könntest und ihr Aspirin aus der Apotheke welche holen könntest. Aspirin? Ja. Ja, da bin ich eine ganze Stunde unterwegs. Ja, oder zwei. Hauptsache ist, du holst das hier. Okay, warum holst du das denn nicht selber? Ja, das siehst du auch Kundschaft. Hm? Eine saubere Kundschaft da. Jetzt komm, du als edler Samariter. Hm? Ja, also gut. Also wenn ein Weib damisch ist, geht dann muss man halt helfen. Genau. Ja. Aber bis ich wieder komm, muss das aufgeklärt sein, gell? Weil ich lass mich nicht beleidigen, gell? Irgendwoher kenn ich die, du. Das werden Sie dann schon aufklären. Sehr gut, Miss Arapeli. Jetzt geht's super. Seltsamer Mensch, seltsame Sprache. Ich hab kein Wort verstanden. Ja, Gott sei Dank. Und ein Odeur hat der wie eine ganze Horde Moschusochsen. Ja. Das dürfen Sie nicht übel nehmen. Wissen Sie, der ist ein bisschen nebenaus. Ach, der wohnt im Nebenhaus. Ja. Nein, der ist nicht ganz bei Sinnen. Ja. Das können Sie laut sagen. Das ist mein Spruch, ja. Ja, zu Ihnen komme ich später. Sag mal, Herr Karl, ja? Wollen Sie mir nicht die junge Dame vorstellen? Ja, aber selbstverständlich. Also das wäre das Fräulein Franziska... Franziska Schmidbauer. Charmant. Wohl nicht Fräulein Braut, wa? Eigentlich. Noch nicht, aber es könnte vielleicht noch einmal werden. Warten Sie nicht zu lange, junger Mann, nicht zu lange. Obwohl, wie sagt mein Aufsichtsratsvorsitzender immer, die Ehe ist die Hauptursache aller Scheidungen. Ja. Ja, der Mann
muss das wissen, ne? Er ist ja schließlich zum vierten Mal verheiratet. So, und nun zu Ihnen, Herr Markus Seilmannseder. Ja. Wo sind Sie heute Morgen gewesen? Chef, ich wollte schon mal die Gegend ein bisschen erkunden, wissen Sie? Ja, aber da ist dann dem Herrn Seilmannseder der Chevy verreckt. Der ist nicht verreckt, der ist verrückt. Ja. Nein, das Auto war defekt. Spinnst du? Defekt? Sie haben den schönen neuen Wagen nur nach 1000 Kilometern zu Schanden geritten. Nein, aber nein, wo denkst du denn hin? Das war doch nur ein kleines Zündkerzerl. Ja. Na ja, das passiert bei den amerikanischen Schlitten immer noch 1000 Kilometer. Ja, ja. Aber ich hab das natürlich sofort behoben. Ja, ja, nur war's dann leider zu spät für den Flughafen. Na ja, Schwamm drüber, Nebensächlichkeiten. Also, Herr Karl... Hierange, Karl, Hierange. Ja, Herr, Hier, Angel. Ah, ja. Ich bleib lieber bei Herrn Karl, wa? Wie ist meine? Also, Herr Karl, die Lage von dem Objekt gefällt mir ausgesprochen gut. Ein Sahneschnittchen sozusagen, wa? Sag ich doch. Wenn Sie wollen, dann können wir jetzt hier Chef kommen. Oh, wie gut. Und wie? Wie nie? Nein, ich verschwänge es. Schon wieder ja's. Haben die Ganoven von Fürstengas hier auch schon ihre Fühler ausgestreckt? Nee, nee. Fürstengas? Ich kenne die gar nicht. Ja, der Kerl von vorhin hat auch schon solche Andeutungen gemacht. Ah, der Dürigler, der vertrat ja immer alles. Vertratet ist er auch. Naja, Nebensächlichkeiten. Also, Herr Karl, ich bin kein Freund von langen Reden, ja? Der Herr Seilmannseder hat mir berichtet, dass er mit Ihnen schon sondierende Gespräche geführt hat. Genau. Ja. Na, Fräuleinchen... Nun geben Sie Ihrem Jungchen mal einen Stoß. Handschlag, ja oder nein? Ja, also, wie der Song? Ja! Denn ist die Sache geritzt? Gratuliere! Ja. Den Bürokram kann dann später die Rechtsabteilung übernehmen. Mit solchen Kinkerlitzchen gebe ich mir nicht ab. Sagen Sie mal, Herr Karl, was ist denn das für ein Foto da? Das ist mein Vater mit seiner Maschine. Und wo ist das gute Stück? Am Friedhof. Ein Motorrad auf dem Friedhof? Seltsam. Nein, ich meine, das ist mein Vater und der ist leider schon tot. Ich will ja nicht despektierlich sein, aber die Maschine haben Sie nicht mit eingegraben, oder? Nein, die ist bei mir draußen im Schupfer. Im Schupfer? Auseinandergenommen? Nein, im Verschlag. Aber die ist ganz der Haut und nimmer viel wert. Nee, das sehe ich anders. Das ist eine Fristo 204. Extra Chrom. Nein, also so genau. Baujahr 1932, Fichtel-Sachs-Motor. 74 Kubikzentimeter Hubraum. 1,25 PS. Das ist ein ganz rares Stückchen. Nein, also mein Vater ist damit bloß immer zum Seewirt hinübergefahren. Nun lassen Sie Ihren Vater ruhig mal ruhen. Wissen Sie? Ich sammle solche Liebhaberstücke. Ja, also die Maschine, die ist groß. Rot ist sie auch. Eine Rarität. Davon gibt's nur noch zwei Stück auf der ganzen Welt. Okay. Also, unter Brüdern würde ich Ihnen dafür glatt 4.000 auf den Tisch des Hauses legen. 4.000? Der kennt sich aus, wa? Ihre Sechse ist sie schon wert. Sechs? Das ist ein harter Brocken. Also, 6,5 bar auf die Hand. Und eine Quittung brauche ich auch nicht. Eingeschlagen! Na also, dann wollen wir uns das gute Stück mal näher ansehen, wa? Das wollen wir ja, wa? Ja, bitte schön, wollen wir! Da geht's was, bitte! Das wollen wir! Markus, du bist ein Ass! Na, warum? Da geht's nicht! Sachen gibt's, die gibt's gar nicht, gell? Aber dann hat der Kali ja sein Geld beieinander. Ach so, Sie wissen von seinen Problemen? Mhm, weil er mir gestern Abend alles erzählt. Im Heustadel. Sie wissen von dem Heustadel? Ja, er hat so gewisse Andeutungen gemacht. War sehr romantisch. Die ganze Nacht lang hat er nur erzählt. Ja, so ein Depp. Finden Sie? Na ja. Also, normalerweise sind die Männer doch immer noch das eine aus. Hauen auf den Putz, dass es nur so kracht. Und wenn einer da mal nicht aufschneidet, sondern zugibt, wie schlecht es ihm eigentlich geht, dann finde ich das sehr ehrlich und sehr sympathisch. Ja, da haben Sie auch wieder recht. Und dann hat mir der Kali noch was erzählt. Schon? Hat er? Mhm.
Von einem alten Freund, der für ihn die Erbtante spielt, um aus die Fänge von einem gewissen Halsabschneider zu kommen. Aus den Fängen von einem Halsabschneider? Mhm. Und das finde ich auch sehr sympathisch. Tja. Ich habe mir schon beim Rausfahren gedacht, dass mit dieser Lady aus Texas irgendwas nicht stimmt. So von Frau zu Frau. Oh, oh, oh. Aber jetzt enttäuschen Sie mich aber. Ach, wieso? Seinen Zweck hat's doch erfüllt. Ja, ja, der Firmin zeigt, ich will halt nicht mehr begegnen. Geht schnell da rein, ich pass schon auf. Und ob sie das aufklären wird, ich glaube auch gar nicht, dass der Kali überhaupt so Geld kriegt von seiner Tante. Grüß Gott. Ja, Fräulein Franziska, was machen denn Sie da noch da? Ich soll Ihnen einen ganz schönen Gruß ausrichten von der Tante. Sie musste leider ganz dringend abreisen nach Salzburg. Nein, 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 Moment, Moment, da, da steht ja noch Ihr Koffer. Ja, den lässt später abholen. Hab ich's nicht gesagt. Hab ich's nicht gesagt. Mit der Tante, da stimmt was nicht. Zuerst hat sie mich die ganze Nacht da verführen und umgarnen wollen. Und jetzt auf einmal will sie von mir nichts mehr wissen und hören und flüchtet ins Ausland. Ach, wo du doch nur das arme Opfer deiner ehrlichen Triebe und tiefen Gefühle bist, gell? Na ja, verspottet's mich nur. Aber gell, heut ist Montag, heut ist Zahltag. Ich will jetzt mein Geld oder überschreibt mir das ganze Anwesen da. So, Herr Baron, jetzt kommen wir wieder rein. Ich komm später, ich mach erst mal den Vormittag. Kommen Sie rein, Herr Hirangel. Jetzt geht's zur Sache. Welche Sache? Ich will jetzt mein Geld. Gell? Da ist der Schuldschein. Schau, Dirk, jetzt. Es lasst euch noch ein bisschen Zeit. Ich hab mit der Tante bis jetzt noch nicht reden können. Ja, komm, wir regeln die Sache den nächsten Tag. Nichts den nächsten Tag. Die Tante ist auf und davon. Die ist doch nicht auf und davon, gell? Die ist bloß geschwind nach München gefahren. Oder nach Salzburg? Na ja. Ja, 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 und oder nach Salzburg. Oder nach Hintertupfing, hä? Aber das ist heute wurscht. Heute ist Zahltag, gell? Oder du überschreibst mir das ganze Anwesen da. Die Regel. Ich überschreibe dir das Anwesen. Niemals im Leben. Zahlen oder da unterschreiben. Also gut. Kalli! Nur weiter. 4000, 5000, 6000, 500. Klingt das? Ja. Nein. Der Schuldschein beläuft sich auf 8473 Mark und 53 Pfennig. Das Häusl ist bestimmt nicht mehr wert. Und das sind mindestens 3/4 von der ganzen Schuld. Und wenn es 2/3 waren, ich will das ganze Geld auf Ella und Pfingen. Ja, also. Also, dann muss ich wohl den Rest drauflegen. 1000, 1500, 600, 7, 8, 950, 2000. Ja, aber Franziska. Macht summa summarum 8500. Stimmt so? Ja, ja, stimmt. Ja, aber Franziska, warum tust du denn das? Warum ich sowas tue? Weil ich ein bisschen verrückt bin. Weil ich dich mag. Und weil ich heute früh auf der Post war und mein Sparbücher leergeräumt habe. Und weil du ja vielleicht für deine neue Tankstelle eine gelernte Bürokraft und Buchhalterin brauchen kannst. Ja, aber Franziska... Kein Aber. Jetzt fehlt nur noch ein einziges Wort, mein lieber Karl. Ja, und das wäre... Gott, bist du begriffsstutzig! Ja? Genau! Ja, dann sag ich halt ja! Und du? Ja! Ja, dann? Dann kann ich jetzt gehen! Moment! Was ist denn noch? Da fallen noch 26 Mark und 47 Pfennig Wechselgeld. So, habt ihr einen 50er? Kauft euch was zur Hochzeit. Verbindlichsten Dank. Aber jetzt darf mich ja bloß noch interessieren, wo die Tante wirklich abgenommen ist. Oh, Kali! Freu mich, Kali!
da, Dierigl, die Tante, die hat so furchtbare Migräne. Am besten, ich schau mal nach ihr. Ja, da komm ich gleich mit. Dierigl, das geht doch nicht. Hm? Schau, sie ist eine Dame und ist bestimmt nicht auf Männerbesuch eingestellt. Ach so? Da bist du auch kein Mann. Da wird sich das von dem Braut aber schön wundern. Hey, ich bin doch ihr Neffe. Und deshalb bin ich für sie ein Neutrum. Gewalt, jetzt sind wir nicht Pflanzen, gell? Schließlich bin ich der Tante schon viel näher gekommen, wie du. Ja, ja. Ich sag halt auch, hey, oh. Schwarenunfall gehabt. Nein, ich nicht. Aber du wärst jetzt gleich und hab nicht auf der Stelle. Hast du mein Medikament? Ja, aber Tante, das wollte doch der Tierriegel vorbeibringen. Was wollte ich? Ja, du wolltest doch nach Brien fahren und der Tante die Medikamente holen. Ja, das wollte ich, aber dann... Du meine wunderbare Wirt, bist gerudert über die ganze See, ja. Um holen so Medikament für deine arme, kranke Mary. Ja, gerudert über den See, wir beide Indianer. Für so eine wunderbare Frau wie du bist, ist mir kein Weg zu weit. Das werde ich dir vergessen, niemals. Ja, und wenn ich dich so anschauen werde, dann geht bei mir die Sonne auf über den Chiemsee. Und über die wunderbare Alpenpanorama. Ja, das auch. Aber, ich muss mich setzen hin. Mir wird schwindelig. Sie ist ja eine gute Frau, Tante. Sie, das Kind sicher bloß von der Zeitversetzung und überhaupt, gell? Mary, weißt du noch, was ich dich gestern gefragt habe? Ja. Genau hier, an dieser Stelle. Ja, ich kann mich erinnern, gar nichts mehr. Ich habe so starke Migräne. Mary, ich sage nur ein Wort. Lass die Glocken klingen. In meine Tage. Was? Du willst wirklich? Ihr Lieben. Ihr wollt wirklich lassen für euch Glocken läuten, die Wedding Bells? Ja, das schon, aber auch, weißt du, ich... Ihr macht eure Tante Herz so glücklich. So glücklich. Ja. So wunderbar glücklich. Vielen Dank, Tante, ja. Ich danke Ihnen auch für alles, Frau Tante. Oh, du kannst ruhig sagen, du zu mir. Schließlich sind wir doch jetzt eine große, glückliche Familie. Ja. Mei, ist das schön, gell? So von Frau zu Frau. Kinder, ich will machen für euch eine ganz, ganz große Hochzeit. Eine ganz große Hochzeit. Leider. Was hast du denn, Tante? Nur die viele Geld. Was? Ist das weg? No, nicht weg, aber drüben, weit drüben in Amerika. Ja, warum lassen Sie denn das nicht mit der Post drüber schicken? Ausfüllen, ha? Können Sie denn so viel Geld überhaupt auf einmal tragen? Freine? Ich hab doch mein Radl. Was heißt denn da Boss? Das braucht's doch gar nicht. Wieso? Ja, das... Hey, Mary, das kriegst du doch von mir. Das ist überhaupt kein Problem. Was willst du für mich tun, du wunderbare Hotelsee? Freilich. Weißt du, Mary, ich bin gerade so ein bisschen an Geld gekommen. Okay. Ja, mit dem ich eigentlich gar nicht gerechnet habe. Es bleibt ja sozusagen in der Familie. Oh, danke, du wunderbare Bernardina, du treuherzige. Aber soll ich denn gehen mit diesen Schuhen auf die Hochzeit von meinem einzigen Neffe? Also, dass euch Frauen immer die Schuhe als erstes am Herzen liegen. Oh, gell? Du kennst dich aber gut aus mit dem großen Herz von einer Frau. Ja. Aber, Hani, ja? Soll ich denn gehen mit diesem Kleid auf die Hochzeit von meinem einzigen Neffe? Ja. No. Ich brauche eine schöne Dirndl. Ja, natürlich. Da gebe ich dir vollkommen recht. Mary, für dich ist mir nichts zu teuer. Du hast gleich zwei, gell? Weißt du, Mary, Schatzerl, du brauchst ein besonders schönes Brautkleid. Oh, ja. Braut? Ich bin doch nur die Tante. Ja, schon, aber wenn wir zwei. Aber so eine Hochzeit ist doch nicht das Essen ziemlich expensive? Ich meine teuer. Ja. Am Chiemsee? Yes. Ja.
Aber das ist doch kein Problem. Das wird doch vom Siebert alles spendiert. Oh. Du meine wonderful Ferdinand. Ja, Herr Baron! Deine mal, Herr Karl, stehen bei Ihnen die Kühe immer so dämlich in der Gegend? Sonst um Gottes Willen! Also, ich fahre mit dieser wunderbaren Fristo den Feldweg zum See runter. Ja, übrigens, Himmel, Bauern, sei Wiesen! Dann nimmt mir doch so ein Rad mit ungestüm völlig hemmungslos auf die Hörner. Ah, ja, ja. Wenn der Jungstier vom Simmelbauern rot sieht, dann sieht der rot. Ja, woher wissen Sie denn, dass die Fristo rot ist? Hä? War. Ja, ich bin bei der Post. Und bei der Post, da war's neues. Ja. Ja, dann wissen Sie, wo ich bin, wa? Na, genau das weiß ich jetzt nicht. Wer sind Sie? Charlie, willst du mir nicht diese nette Gentleman mal vorstellen? Ja, freilich. Also, das, Tante, das ist der Herr Baron von Herdegen von der Mineralöl AG. Sehr erfreut, gnädige Frau. Und das ist meine Tante Mary aus Texas. Oh, eine echte Baron? Küss die Hand, gnädige Frau. Moment, Moment, Moment. Sie haben doch bei der Mary gar nichts zum Rumbussieren. Ich fasse nicht, bei denen der Verrückte kommt wieder hier. Gee, und wenn da jetzt nicht eine Dame herin wäre, dann darf ich dir mal zeigen, wo der Partner muss heute, gell? Das ist meine Mary und du lässt deine Platzen davon, gell? Genau, ja. Ich verstehe bloß Bahnhof. Pferdeschatzi. Mary? Aber wenn du willst, dann kannst du mir jetzt heiraten. Ja, I'm going to go to the hospital.